Mir gestern das 0:2 gegen den SV Sandhausen. Ihr habt keine Punkte mitnehmen können. Woran hat es deiner Meinung nach gelegen? Ja, ich glaube, wir haben uns nach dem Spiel in Dresden viel vorgenommen gehabt. Wollten ganz, ganz anders auftreten. Haben es teilweise auch geschafft, aber konnten noch nicht mit der Konstanz und nicht mit der Geschlossenheit auftreten, wie wir es uns halt auch vorgestellt haben und auch vorgenommen haben. Ja, es ist einfach eine sehr, sehr bittere, ärgerliche Niederlage. Gerade zu Hause auch. Aber es hilft alles nichts. Wir müssen jetzt einfach dranbleiben, weitermachen. Als Mannschaft einfach noch besser werden wieder. Und dann, sage ich mal, kommen wir auch wieder in die Bereiche rein, die uns das ermöglichen, auch um Punkte wirklich mitzuspielen. Es kommt eine relativ kurze Trainingswoche. Dann geht's nach Nürnberg. Was muss in Nürnberg am Freitag besser werden? Vieles. Vieles, glaube ich. Gerade auch im Vergleich. Wenn man Dresden und gestern nimmt, muss man wirklich sagen, müssen wir hinten besser stehen. Ich glaube, wir haben jetzt einen geraden Schnitt von 2 Gegentoren pro Spiel. Das ist zu viel einfach. Vorne müssen wir noch ekliger werden, noch durchschlagskräftiger werden auch. Und dann kommen wir, sage ich mal, wieder in die Region, wo man sagt, okay, du hast wieder die Möglichkeiten, auch um Punkte mitzuspielen. So laufen wir der Musik jetzt mehr oder weniger immer hinterher und sind, glaube ich, jetzt bis in jedem Spiel bis auf DFB-Pokal immer in Rückstand geraten. Und dann ist es natürlich nie einfach. Also, ne? Dann ist es immer schwer, musst du immer unheimlich viel Kraft mobilisieren. Und das wäre natürlich, ja, wenn man da so lange wie möglich zumindest mal die Null hält und dann vielleicht durch einen Standard dann spät in Führung geht, das wäre halt jetzt mal wichtig für uns. Danke dir. Stefan, du hattest dein Startelfdebüt vor eigenem Publikum. Leider war es eine 0:2-Niederlage gegen den SV Sandhausen. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich meine, es war anfangs ein kampfbetontes Spiel. Wir sind noch nicht so gut reingekommen, haben uns nicht die guten oder die Vielzahl an Chancen rausgespielt und ja, dann mit dem Elfmeter eins zu hinten gelegen und dann konnten wir es leider nicht mehr drehen, ja. Was muss jetzt mit Blick auf Nürnberg nächsten Freitag besser werden? Ja, ich glaube, wir müssen geschlossen als Mannschaft wieder die Grundtugenden reinbringen mit Leidenschaft, Mut, Spiel nach vorne. Und dann kommt das Spielerische von ganz allein wieder. Und dann wird das in Nürnberg auch wieder. Gut.